Und hast du dann auch diese typischen russischen Souvenirs gekauft? Ja, auf jeden Fall diese Matryoshkas, das sind solche kleinen Puppen, also eine in eine anderen gesteckt, eingesteckt. Ja, und die sind sehr witzig, also da habe ich auch welche zu Hause stehen. Wie viele sind das? Das kann ich ehrlich sagen, ich glaube 8 oder 5. Ja, auf jeden Fall so mehr als 5. Okay. Ja. Das ist eigentlich sehr witzig, dass man sowas verkauft. Und das ist das typischste Souvenir, was es gibt? Ja, das ist so das typischste Souvenir, das kommt noch von den Alten her. Und ja, es gibt natürlich noch andere Souvenirs, aber so das größte jetzt. Und was gibt es noch für typische Souvenirs, die man mitbringen kann, wenn man dahin fährt? Gute Frage. Postkarten? Ja, Postkarten natürlich auch. Also, so sind sehr viele Postkarten, ganz verschieden. Was gibt es noch für russische Souvenirs? Also, Getränke? Naja, wenn ich jetzt Wodka sage. Also Getränke, ja, meistens Wodka eigentlich, aber ja, so typisch Getränke, gar nicht genannt. Ja.